Ja, hallo, hier ist der André wieder von der Opel GT 1900 IGS Münsterland. Ich begrüße euch alle. Hallo. Hier ist mein Bruder neben mir. Und den kennt ihr ja natürlich auch. Oder viele kennen uns. Heute zeigen wir euch mal, wie wir ein Video machen wollen. Oder zeigen euch mal, wie man die Zierleisten wieder ausbeulen kann. Zeigen euch ganz genau, wie das Werkzeug aussieht. Und wie verknickte oder zerknickte Zierleisten wir die wieder hinbekommt. Okay. Und dann zeigen wir euch jetzt mal einmal hier Zierleisten, die sie uns gestern gebracht haben und dafür neu von uns mitgenommen haben, was passiert ist. Okay, Jungs, wisst ihr Bescheid, zeigen wir euch jetzt mal. Jetzt geht's los. So, jetzt sind wir hier bei den Zierleisten. Und zwar habe ich jetzt mal diese Zierleisten, die sie uns gestern gebracht haben. Ja, schaut mal her. Ich habe das jetzt da mal markiert, damit ihr das besser sehen könnt. Jetzt haben sie hier versucht, die Zierleiste natürlich auszubeulen. Da sind auch noch Macken und zu schleifen und wieder Hochglanz zu polieren, was natürlich nicht funktioniert hat. Deswegen waren sie dann halt gestern bei uns, haben neue Zierleisten gebracht. Ich zeige euch mal eine Zierleiste, wie die bei uns dann aussieht. Marco, gehst mal einmal hin und ziehst mal einmal die Folie runter von der Zierleiste. Und hier vorsichtig auf den GT draufgelegt. Und jetzt könnt ihr natürlich schon den Unterschied sehen. So sehen die dann bei uns aus. Ja. Was natürlich ist, der Aloxal ist komplett runtergenommen. Ihr könnt jetzt also praktisch hingehen und lasst die so. Wir lassen sie immer so und polieren die regelmäßig nach, ja, wenn der Wagen gewaschen wird etc. Oh, ihr könnt sie natürlich jetzt auch wegbringen, wenn ihr jemand habt, der Hochglanz eloxiert. Könnt ihr natürlich die Leisten jetzt auch wegbringen. Hier ist jetzt noch Fingerabdruck drauf gewesen. Das ist so dermaßen der Glanz drauf. Die könnt ihr natürlich wieder neu eloxieren, wenn ihr jemanden habt, der Hochglanz eloxieren kann. Wir lassen sie so und polieren sie regelmäßig nach, wenn der Wagen gewaschen wird. So, jetzt haben wir diese Zierleiste hier mal mit Absicht sind wir hingegangen hier. Da ist das, wo sie durchgeschliffen haben. Könnt ihr das sehen da? Da oben, ich habe da mal so ein Kästchen drumherum gemalt. Da haben sie dann natürlich versucht auszubeulen. Und dann natürlich versuchen zu schleifen. Hat nicht funktioniert. Jetzt sind wir hingegangen und haben hier mal jetzt mit Absicht hier, halt die mal fest, Marco, einmal so ein bisschen, mit Absicht wieder was reingedrückt. Seht ihr da, könnt ihr schön sehen. Und jetzt zeigt euch der Marco mal, wie man sowas jetzt wieder rausholt mit dem Werkzeug, was wir haben und wie es dann funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr sowas macht, immer hier solche blauen Handschuhe anziehen. Ja, weil ihr den Eloxat runternehmt und dann, wenn ihr schwitzige, feuchte Hände habt, das Salz greift das Alu sofort an. Also da immer bei, wenn ihr solche Arbeiten macht an dem Alu, immer sofort mit diesen Einweghandschuhen arbeiten. Okay, so, ich zeige euch noch einmal das Werkzeug, wie das aussieht. Hier haben wir unser Ausbeulwerkzeug. Ja, so, schaut mal her, vielleicht könnt ihr das hier sehen, wie die Profile da reingefräst sind, beziehungsweise reingeschliffen. Da könnt ihr das sehen. Und dann auch einmal hier hinten. Ja. Jetzt vergesst bitte nicht, diese Videos hier, die wir machen, sind jetzt keine Profi-Videos. Das ist jetzt nicht irgendwie, das sollen eigentlich nur Tipps und Ratschläge sein, so dass ihr euch behelfen könnt. Da kann auch schon mal von der Qualität vom Bild her ist das jetzt nicht so professionell, aber ihr könnt sehen, was wir hier machen und es sollen eigentlich nur Tipps sein und Ratschläge, wie ihr da arbeiten könnt. So, jetzt könnt ihr das mal richtig sehen hier, wie das aussieht hier und da müsst ihr euch so ein Werkzeug dann natürlich bauen. Dauert circa, ich sag jetzt mal eine Stunde, dann habt ihr so ein Werkzeug fertig gemacht, kein Problem. Dann haben wir aus dem alten Eiskratzer, dann haben wir auch natürlich gesucht, wie machen wir Spalten wieder, wo die Gummidichtung reinläuft. Aus dem alten Eiskratzer klappt wunderbar, ist Kunststoff, da könnt ihr also nichts mit kaputt machen und der ist schön scharf oder spitz vorne, damit könnt ihr schön da reingehen und könnt dieses wieder spalten. Ja, so dass eure Gummidichtung und richten wieder, so dass eure Gummidichtung dann nachher wieder schön reingeht. So, Marco fängt jetzt mal an und zeigt euch jetzt mal, wie wir das jetzt wieder
Siehst du, jetzt geht er erst mit dem Spaltwerkzeug da rein und holt erstmal wieder die passende Luft dabei, wo die Gummidichtung reinläuft. Ja, lasst euch da ein bisschen Zeit bei. Es muss jetzt nicht in 10 Minuten fertig gemacht werden. Und jetzt dieses Profilwerkzeug da rein. Da müsst ihr euch das Profil natürlich von der Zierleiste machen. Logo. Und das soll jetzt nicht super stramm reingehen, aber ganz leicht stramm soll da durchlaufen. Dann habt ihr das Profil genau erwischt. Ja. Und dann könnt ihr das machen. Und schön vorsichtig immer arbeiten. Nicht mit Gewalt jetzt, dass ihr da jetzt mit Gewalt das unbedingt jetzt schnell fertig haben wollt. Lasst euch Zeit dabei und dann funktioniert das auch. Ja? Und schön vorsichtig. Beste wäre sogar vielleicht eventuell ein kleiner Aluhammer, normalerweise. Aber dieser kleine 100 Gramm Hammer oder was das da ist, da jetzt könnt ihr schon sehen. Und wie kommst du zurecht, Marco? Kommt langsam. Ja. Mach jetzt mal den zweiten Jetzt erst macht hier. Marco den zweiten da noch. Wir haben wir jetzt mit Absicht wieder da reingedrückt, um zu zeigen, wie funktioniert. Hier ist auch dieses andere Teil von der Leiste. Zeige ich euch auch mal eben. Dieses andere Teil von der Leiste, was sie uns da gestern gebracht haben. Ja, was zu dem kaputten Bogen da gehört, den sie durchgeschliffen haben. Und hier haben sie dann auch versucht, den haben sie jetzt um die Bohrmaschine gewickelt beim Polieren. Ja. Da müsst ihr natürlich höllisch für aufpassen. Ne? Und ein Glanzgrat, so ein Hochglanzgrat mit einer Bohrmaschine wird das nicht funktionieren. Da müsst ihr sowas für haben. Ja? Das hier ist noch nicht jetzt mal ein Profi-Bock. Aber damit kann man perfekt Zierleisten machen. Also für Stoßstangen etc. zum Polieren, für das Verchrom ist der Bock hier zu schwach. Der hat ja auch nur, ich glaube, 1 kW, irgendwas. Irgendwie sowas hat der da. Ja? Aber ist ideal für Zierleisten zu machen. Ist der ideal für. Ne? Und jetzt gucken wir hier noch einmal bei Marco, wie der zurechtkommt da. Die Flächen sind schon fast wieder drin. Ah, die Flächen sind schon fast wieder drin, sagt er. Marco müsste etwas lauter reden. So, die Flächen sind wieder drin. Jetzt haben wir natürlich hier, wenn André mal ein bisschen näher rankommt, genau hier vor meinem Finger noch den Knick vorne in der Kante drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, tu mal Finger einmal weg, Marco. Zeig noch einmal. Einmal etwas, vielleicht einmal etwas drehen. Lass mal so. Ich versuche mal jetzt hier die. Warte mal, ich drehe mal anders im Na, da, ich kann Lichtschein. sie so. Ja, ich kann sie so jetzt sehen. Ja. Ja, okay. So, dann gehen wir hin. Da müssen wir etwas ziehen. Also wird das Werkzeug jetzt im Schraubstock eingespannt. Reingeschoben. Die kann man jetzt optimal da reinschieben. Seht ihr das? Ja. Und jetzt kann man ganz vorsichtig vorne die Kante wieder rausziehen. So, jetzt könnt ihr zweimal versuchen, einmal so zu ziehen. Aber oft klappt das dann hoch. Oder ganz vorsichtig. Mit dem Schraubenzieher. Die Kante wieder ausdrücken. So. Noch so ein klein. Das sieht ja schon mal wieder ganz lustig aus. Ich will hoffen, dass euch dieses Video hilft. Wie gesagt, es sind jetzt keine Profi-Videos, die wir hier machen. Es sollen eigentlich nur irgendwie Tipps sein, wie ihr sowas wieder hinbekommt. Ja? Vergesst das bitte nicht. Um euch zu helfen, dass ihr da
irgendwas machen könnt, bevor ihr euch da irgendwelche Sachen kauft. Versucht immer euer Originalwerkzeug oder beziehungsweise euer Originalersatzteil wieder zu richten. Das oft klappt das. So, jetzt nehmen wir noch ein bisschen das Schleifpapier gleich. So, jetzt nochmal ganz vorsichtig hier so. Ein bisschen Schleifpapier. Habe ich da nicht. Oh, jetzt noch ein bisschen Schleifpapier nehmen wir jetzt dabei. Vierhunderter. Und ein Block natürlich. Ja. Und jetzt sollte das eigentlich wieder hinkommen. Jetzt haben die natürlich hier schon drauf rumgeschliffen. Logo. Jetzt will ich natürlich versuchen. Man jetzt die Kratzer da. Und da kann ich noch was sehen. Da. Ja, da sehe ich jetzt noch was. Warte, dass noch minimal drauf ist. Warte mal einmal, Marco. Ich gehe jetzt mal näher drauf. Ja, kann man schön sehen, dass da jetzt noch Kampfspuren sind. Ja. Jetzt ist natürlich da schon drauf rumgeschliffen worden, was der Vorbesitzer schon gemacht hat. Das kann jetzt sein, dass wir jetzt da durchbrennen. Weil da natürlich schon kleine Stellen kann, muss man dann halt rausschleifen. Ja. Ja, ich würde mal jetzt sagen, Marco, hör mal auf, bevor wir da durchbrennen, weil da wurde ja schon drauf rumgeschliffen. Vorne noch einmal da eventuell ein bisschen nochmal nachdrücken hier. Nach innen noch einmal holen und dann bist du eigentlich schon ziemlich fertig mit der Leiste, die dann jetzt poliert werden kann. So. Da noch eine kleine Pore. Ja, die kleine Pore, da, wir hören jetzt mal auf zu schleifen, weil der Vorbesitzer hat hier schon drauf rumgeschliffen. Aber hier waren ja die Druckstellen, die wir da wieder reingedrückt hatten, mit Absicht jetzt, weil die Leiste ist kaputt hier. Jetzt, aber so sieht es aus. So, die ist jetzt mit 400 geschliffen. Eloxat, ihr müsst den Eloxat hundertprozentig runterschleifen. Ihr könnt ihn natürlich auch mit Natrumlauge runterholen. Machen wir aber ungerne, weil auch das beißt nicht Alu rein. Also wir schleifen das immer runter mit 400. Klappt eigentlich ganz gut. Ein bisschen aufwendig, aber klappt ganz gut. Wenn ihr poliert, seht ihr nachher noch, wo Eloxat steht. Den müsst ihr natürlich wieder mit 400 nachschleifen. Wisst ihr deswegen Bescheid. Und wenn alle runtergeschliffen ist, dann könnt ihr natürlich hingehen und könnt es neu, wenn es poliert ist, wieder neu eloxieren, wenn ihr jemand habt, der eloxieren kann, Hochglanz eloxieren kann. Ja? So, was wir jetzt hier nur noch von machen können, ist von diesem Bogen hier. Ja, der ist ja jetzt da durchgeschliffen gewesen, wo ich das markiert hatte. Da könnt ihr die Poren ja sehen, da ist ein Loch drin, ja, vom Vorbesitzer. So, hier können wir jetzt nur noch hingehen und können diesen jetzt schneiden. Und zwar für die senkrechte Zierleiste. Ja, die können wir uns jetzt hier rausschneiden, noch von Länge schneiden, passend schneiden. Und dann hätten wir aus dieser Zierleiste wenigstens noch eine diese stehende Zierleiste gerettet. Also, wie gesagt, Jungs, versucht es mal. Macht auch ein bisschen Spaß, handwerklich, begabt seid dafür. Da klappt bestimmt schön und wenn ihr zwei, dreimal gemacht habt, dann habt ihr den Dreh raus und dann funktioniert das auch. So, Jungs, wir wünschen euch viel Erfolg dabei. Wir wollen noch ein Video machen von, wie man die Sitzpolster wieder repariert. Und machen wir auch noch demnächst. Wisst auf jeden Fall Bescheid. Okay, Jungs, tschüss.